Anwesenden heute, die hier gekommen sind, um mit uns solidarisch zu sein, möchte ich mich auch sehr bedanken für die Menschen, die diese Kundgebung organisiert haben. Ich möchte mich auch sehr bedanken für alle Menschen, die Geduld, Nachsicht und mit Solidarität durch diese Pandemie gehen, um nicht nur sich zu schützen, sondern auch die Schwächeren in unserer Gesellschaft zu schützen. Ganz wichtig. Unsere Demokratie ist in Gefahr und nicht erst jetzt. Wir müssen unsere Demokratie schützen. Ich stehe hier an einem Platz, wo ich vor mehreren Jahren stand, auch um eine Rede zu halten. Damals ging es um die vielen Flüchtlinge, die hierher kamen, um Schutz zu suchen. Und Teile der Bevölkerungen haben diese Flüchtlinge abgelehnt und hatten Angst. Die damalige Ausnahmesituation wurde von Rechtsextremisten und antidemokratischen Kräften ausgebeutet. Wir wissen alle noch, wie Woche für Woche bei den rassistisch und rechtsextremen Demos von Hohenloherbach auf ihre kruden Thesen vorgebracht haben. Und wie eine extrem rechte und undemokratische Partei versucht hat, daraus Kapital zu schlagen. Heute, nach 2 Jahren Pandemie, gibt es wieder eine Teil der Gesellschaft, der vieles in Frage stellt, von der Pandemie betroffen, hart betroffen sind und Fake News im Internet sich beeinflussen lassen. Und wieder nutzen Rechtsextremisten und Kräfte, die unsere Demokratie zerstören wollen, die Gunst der Stunde, um noch mehr Verunsicherung zu verbreiten. Bei den Spaziergängen laufen unter den Teilnehmenden wieder solche Gruppierungen mit. Und ich appelliere an alle, lässt nicht zu, dass die Verunsicherten und Skeptikerinnen sich durch diese demokratiezerstörende Kräfte sich instrumentieren lassen. Wir müssen gemeinsam aus dieser Pandemie rauskommen. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Wir haben mit einem Virus zu tun, der uns nicht hilft oder uns wohlwollend gegenübersteht, sondern es macht Leute krank, es macht Leute sehr krank, es bringt Tod und es bringt auch Long-Covid mit. Und deshalb ist es wichtig, dass wir gemeinsam aus dieser Pandemie rauskommen. Und das gilt ganz klar für wir in der Politik, auch in der Wirtschaft, in der Wissenschaft und auch sonst an sonstigen Schnittstellen, wo wichtige Entscheidungen getroffen werden müssen. Nur gemeinsam kommen wir aus dieser Pandemie raus. Und ich bitte euch noch, Geduld zu haben und wirklich, wie meine Vorredner und Rednerinnen gesagt haben, zu schauen, dass wir nicht in Hass und Hetze runtergehen, sondern stark bleiben und unsere Demokratie stark behalten. Vielen Dank. Liebe Hohenloherinnen und liebe Hohenloher, ich möchte mich zunächst ganz herzlich bedanken bei Ihnen, dass Sie heute hier auf den Marktplatz von Böhringen gekommen sind. Wir stehen hier auf der Treppe der Stiftskirche und wir wollen mit dieser Aktion Frieden stiften in unserer Gesellschaft. Es ist keine Frage, die Pandemie macht uns allen zu schaffen und wir wünschen uns,
dass wir möglichst bald wieder in einen normalen Modus zurückkehren können. Aber wir wissen auch, diese Pandemie ist nicht von einem Politiker oder einer Politikerin gemacht, sondern es ist eine Krankheit, es ist eine ganz gefährliche Geschichte und wir können es nur gemeinsam bewältigen. Und dafür, dass Sie seit 2 Jahren größte Disziplin gezeigt haben, möchte ich Ihnen im Namen aller, die jetzt nicht die Möglichkeit haben, am Mikrofon zu stehen, herzlichen Dank sagen. Das ist eine Anerkennung und es zeigt, dass unsere Gesellschaft funktioniert, auch wenn ein paar Prozent glauben, dass sie diese Gesellschaft überwinden können mit einfachen Methoden. Das wird nicht funktionieren. Und ich möchte Sie allen... Ich möchte Sie herzlich bitten, dass Sie das mit in Ihre Familien tragen, zu Ihren Freunden, in den Vereinen, überall, wo Sie sind. Wir können nicht zulassen, dass eine kleine Gruppe denkt, sie werfen über den Haufen, was mühsam eine Gesellschaft entwickelt hat. Wir brauchen nur etwas zurück in die Geschichte gucken, dann wissen wir, was es bedeutet, in einer Demokratie nicht zu leben, sondern in einer Diktatur. Das wollen wir nicht. Wir wollen uns von diesen Menschen keine Regeln aufzwängen lassen, die nicht unsere sind. Unsere Regeln haben wir festgelegt. Das sind demokratische Regeln und an denen müssen wir festhalten. Ich möchte aber auch die Gelegenheit nutzen, all denjenigen herzlich zu danken, die hier und überall in Baden-Württemberg und in ganz Deutschland unterwegs sind und die eine Uniform tragen, da steht Polizei drauf. Herzlichen Dank für Ihre Arbeit. Und wir werden Sie, da können Sie sich drauf verlassen, auch weiter unterstützen in dem Rahmen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und möchte mich nochmals bei Ihnen für Ihr Kommen bedanken und vor allen Dingen auch all denjenigen danken, die Kinder haben und den Kindern seit 2 Jahren erzählen, wie schwierig es ist. Aber manchmal habe ich den Eindruck, die meisten Kinder, die ich kenne, sind sehr viel schlauer als diejenigen, die gerade die Stiftskirche umwandern. Dankeschön. Liebe Hohenloherinnen, liebe Hohenloher, am 29.01.2017 standen wir schon mal hier zusammen. Frau Kern hat daran erinnert. Damals habe ich Ihnen gesagt, es ist wichtig, Raum für eine breite Vielfalt von Meinungen und Perspektiven zu bieten. 5 Jahre später kann ich Ihnen genau das Gleiche sagen. Ich war damals aus Überzeugung hier und bin es heute auch. Und ich will Ihnen auch sagen, dass ich heute auch für die anderen kommunalen Wahlbeamten in diesem Landkreis spreche. Ich habe mich mit Frau Bürgermeister Dieter Michler vorher abgestimmt. Und ich glaube, wir wollen miteinander heute ein gemeinsames Signal setzen. Unser Kreis stand vor 5 Jahren für Toleranz, für Mitmenschlichkeit. Und da steht es aus meiner Sicht auch heute. Als Mitbürger. Mitbürger, als Landrat und auch im Namen meines Kreistags, es sind auch viele Kreisräte heute hier, freue ich mich über die, die in ihrem Alltag Toleranz und Mitmenschlichkeit leben. Und ich möchte auch herzlich Danke sagen für all die, die sich für diesen demokratischen Zusammenhalt einsetzen. Und die, die dafür dann eben, so wie am heutigen Tag, auch auf die Straße gehen. Deshalb herzlichen Dank an die Organisatoren, weil die stellen nämlich ihren Gesicht, ihren Kopf in den Wind. Und lieber Sackus, Sie haben mich darauf angesprochen, herzlichen Dank, dass wir heute miteinander zusammen sind. Für mich geht es heute nicht darum zu sagen, wir stehen gegen die, die montags spazieren gehen oder wir stellen uns gegen die. Für mich geht es heute darum, dass wir ein Signal in die Zukunft setzen, dass wir ein Signal setzen, wo geht die Gesellschaft die nächsten Jahre denn hin. Und wir alle wissen, es liegen schwierige Zeiten hinter uns und wir sind in schwierigen Zeiten, in denen eigentlich nichts mehr normal scheint. Vor fast genau 2 Jahren, am 5. März 2020, war der erste Covid-Fall im Hohenloher-Kreis. Ich gebe Ihnen zu, wir waren alle unvorbereitet, wussten alle nicht, was auf uns zukommt und wir sind von einer Pandemie getroffen worden, gerade auch in diesem Landkreis, einer
Pandemie, von deren Herausforderungen und ihrer Heftigkeit wir damals nicht gewusst haben. Ich musste als Landrat viele Fragen beantworten. Ich musste auch harte Entscheidungen treffen und ich sage Ihnen ehrlich, zu entscheiden Ausgangssperren in der Nachtzeit, zu entscheiden Kontaktsperren, Verbot von Gottesdiensten, das ist nicht leicht. Und ich sage Ihnen auch, das sind harte Einschränkungen von Grundrechten, die ich mir vor diesem 5. März nicht hätte vorstellen können. Aber klar ist auch eins, die Ursache dafür ist nicht die staatliche Ordnung. Die Ursache ist die Gefahr durch eine Erkrankung. Und der Schutz aller und der Schutz aller, vor allem auch der Schutz der Schwächsten der Gesellschaft, steht eben vor den individuellen Bedürfnissen. Oder anders gesagt, die Summe der Einzelinteressen ist eben nicht das Gemeinwohl. Inzwischen hat uns eine neue Variante erreicht. Die Zeichen stehen auf Lockerung und Öffnung. Wir spüren aber auch, dass die Bereitschaft, sich an Regeln zu halten, stark gesunken ist. Und ich weiß, was wir in den letzten 2 Jahren alle miteinander durchgemacht haben. Ich weiß, dass auch ich uns allen, Ihnen allen viel abverlangt habe. Es kostet Kraft und Überwindung. Und immer wenn man hofft, man ist in einer besseren Phase, kommen eben diese Rückschläge. Das Durchhalten wird schwieriger. Und ich nehme mich davon nicht aus. Auch ich fühle mich belastet als Landrat, als Familienvater, als Teil dieser Gesellschaft. Wir sind alle müde in dieser Situation. Und ich glaube, was noch belastender ist als das dauernde Hin und Her der Regeln, ist, dass wir etwas empfinden, nämlich ein Gegeneinander in unserer Gesellschaft. Wir sehen momentan eben nicht mehr die Solidarität der ersten Welle, als man für gefährdete Gruppen einkaufen gegangen ist, als man Alltagsmasken genäht hat oder als es den Applaus für die Krankenschwestern gab. Was soll denn eine Krankenschwester oder ein Polizeibeamter montagabends denken, wenn er sieht, wer demonstriert und wenn er sieht, was er an Aufgaben hat? Vermehrt stehen Menschen mit unterschiedlichen Meinungen völlig unversöhnlich gegenüber. Herr Abel hat es gerade schön gesagt, der Demokratie gehört der Meinungsstreit dazu. Aber die Unversöhnlichkeit, das ist die, die uns gerade umtreibt. Es kommt zu unglaublichen Konflikten im familiären Umfeld, im Freundeskreis und eben auch in einer kreispolitischen Wirklichkeit. Unser Bundestagspräsident Bärbel Baas hat am vergangenen Sonntag in ihrer wirklich ganz hervorragenden Rede zur Wahl des Bundespräsidenten dieses gesagt. Sie sagt, die aktuelle Zuspitzung in den Debatten zeigt mir, wir brauchen größere Offenheit. Die Mehrheit hat nicht automatisch recht, die Minderheit aber auch nicht. Alle müssen sich bewegen, aufeinander zugehen. Wer Gegenpositionen einfach abtut, macht es sich zu leicht. Niemand ist im Besitz der einzig richtigen Lösung. Wir sollten den Wettbewerb der Argumente zulassen, den Bürgerinnen und Bürgern mehr zuhören. Die Demokratie lebt nicht aus sich heraus oder weil sie auf dem Papier steht. Sie lebt von Gemeinsinn und Offenheit. Auch Kritik ist notwendig und sinnvoll, wenn sie konstruktiv ist. So ist es. Wir brauchen die Debatte, wir brauchen auch den Widerspruch. In einer lebendigen Demokratie brauchen wir den sachlichen Dialog über Lösungsansätze. In einer Demokratie hat jeder das Recht zu demonstrieren, seine Meinung frei zu äußern. Mit dem Wort Meinung steckt aber auch das Wörtchen mein. Die Ansicht, die ich habe, ist eben meine eigene und meine ganz persönliche. Sie muss nicht gleichzeitig die Ansicht der anderen Menschen sein. Und das ist der Grund, warum Demokratie eben vom Austausch lebt. Wir brauchen den Austausch voneinander. Der andere kann eben auch Recht haben. Und umso schwerer ist es manchmal, zu akzeptieren, dass die Meinungen und die Auffassungen immer verhärteter werden. Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten aufeinander zugehen müssen. Wir werden in viele schwierige Diskussionen einsteigen müssen. Und wir werden hier auch in diesem Landkreis viel zuhören müssen und wir werden überzeugen müssen. Aber bei dem Bewusstsein möchte ich auch sagen, was die Bundestagspräsidentin noch gesagt hat. Wir dürfen uns schon fragen, ob wir jeden Streit aushalten müssen.
Es kann nicht sein, dass auf die politischen Entscheidungen der Mehrheit teilweise mit Hass und Hetze reagiert wird. Wenn Ärztinnen und Ärzte auch in unserem Landkreis Drohbriefe erhalten, weil sie anderen ermöglichen, sich zu schützen, indem sie nämlich impfen. Wenn bei unserem geschätzten Ministerpräsidenten vor seinem Privathaus ein Auflauf stattfindet. Wenn bewusst Lügen und Falschinformationen verbreitet werden, nur mit dem Ziel, das Vertrauen in die Wissenschaft, das Vertrauen in den Staat und seine Institutionen und das Vertrauen in die Medien zu untergraben, dann ist für mich eine rote Linie überschritten. Und hier erwarte ich gerade von denen, die sich so ganz arg bürgerlich gerieren, eine klare Distanzierung. Und blicken wir doch in die Zukunft. Die eigentlichen Herausforderungen, die liegen vor uns. Wie wollen wir denn ohne Zusammenhalt, ohne Gemeinwohlorientierung, ohne Gemeinsinn die Herausforderungen der nächsten Jahre bestehen? Die Pandemie, die wird sich aller Voraussicht nach abschwächen. Aber Herausforderungen wie der Klimawandel, die auch dadurch bedingten enormen Fluchtbewegungen, damit mehr Migration, demografische Veränderungen unserer Gesellschaft, das sind deutlich epochalere Einschnitte als die vergangenen zwei Pandemiejahre. Und wenn es in diesen Themen keinen gemeinsamen Austausch gibt, keine Basis, wenn wir nicht gemeinsame Regeln im politischen Diskurs pflegen und wenn wir nicht gemeinsame Lösungen suchen, dann werden wir diese Herausforderungen als Staat und als Gesellschaft nicht meistern können. Und gerade in unserem kleinen Landkreis, der doch in Wirklichkeit völlig intakt sein könnte, gerade in unserem kleinen Landkreis sollte uns doch dieses gelingen. Oder wieder mit den Worten unserer Bundestagspräsidentin: In dieser Krise scheint unsere Gesellschaft viel Verbindendes verloren zu gehen, auch das Vertrauen in unsere eigene Kraft. Viele bezweifeln, dass wir unsere Probleme in den Griff bekommen. Lassen wir uns nicht einreden, dass wir anstehende Probleme nicht lösen können. Im Gegenteil, wir können und wir werden diese Herausforderungen auch meistern. Besinnen wir uns darauf, dass wir der Vergangenheit immer wieder Trennendes überwunden haben. Halten wir zusammen. Suchen wir das Verbindende, setzen wir da an, wo wir etwas bewegen können, jede und jeder von uns. Und deshalb, meine sehr geehrten Damen und Herren, geht mein Dank heute an alle in diesem Landkreis, die ihren Teil dazu beitragen, die Teil der Lösung sind. An alle, die sich außerordentlich engagieren, anderen zu helfen, insbesondere natürlich in diesen Zeiten den Ärztinnen und Ärzten, den Pflegekräften, die seit 2 Jahren enormes für unsere Gesellschaft tun. Ich möchte aber ganz besonders der jungen Generation danken. Der 8-Jährige, der 18-Jährige schützt den 80-Jährigen. Das Kindergartenkind, das dreimal in der Woche einen Nasenabstrich über sich ergehen lässt, schützt die 95-Jährige. Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist eine Solidarität, die unsere Jüngsten, die Jugendlichen, die jungen Menschen bringen und bereit sind, als Teil der Solidargemeinschaft Gesellschaft das zu bringen. Und vor denen habe ich den allergrößten Respekt. Ich danke all denen, die sich an die Regeln halten. Ich danke an all die, die sich umsichtig verhalten. Und ich danke Ihnen allen, dass wir heute respektvoll miteinander umgehen können und friedlich Meinungen austauschen können. Nur so halten wir diese schwierigen Zeiten durch und nur so bleiben wir eine Gesellschaft, in der jeder Verantwortung für den anderen übernimmt. Und in so einer Gesellschaft möchte ich sehr gerne leben. Vielen Dank.